Was seit Suicide diktiert er ein seiner Abschnitte den Herren Gargoyle und Montelon. Bei all dieser Arbeit merkte er sicher wenig Bewegung. Sehr wenig Schwitzer ging er zu Fuß. Bisweilen in der Kalasche beneihe gar keinen Ausritt mehr. Dein Dreisten wollte er wieder nach unserem Tale des Stillschweigens, was er schon länger her. Wir kommt würden wir. Wir wären bis in die Mitte der Salbe gekommen, mein Konter wegen verdorrter Gestrecke und wegen einer Art Schränke, um das wie aufzuhalten, nicht weiter waren. Der Jäger, der treu und stieg wie gewöhnlich ab, um den Weg frei zu machen. Wir kamen dort, aber während der Jäger damit zu tun hatte, war sein Pferde davon gegangen. Als er es wieder haben wollte, ließ es ganz und gar weg. Dass es stark geregnet hatte, kam es tief in den Rutschinnen, gerade in einer moorreistigen Gegend wie Jana, wo der Kaiser wenige Tage nach unserem Einzug in Norwegen so tief versunken war, dass man zu befürchten hatte, er mocht darin stecken bleiben. Der Jäger ließ uns nach, um uns zu sagen, wir mochten nicht auf ihn warten, er wolle sein Pferd herausarbeiten. Wir waren auf einem sehr unbequemen engen Weg und kamen einer hinter dem anderen. Erst eine gute Weile nachher hörte der Kaiser, dass wir unter einander von den Vorfahrt des Jägers auf Neues sprachen. Er senkte, dass wir nicht gewartet hatten und der große Marschall nebst dem General Gargoyle mussten dahin zurückreiten. Der Kaiser stieg ab, ihn auf sie zu warten und ging gegen eine kleine und hohe. Hier stand er gleichsam wie auf einen Piedestal mitten unter Rinnen. Er hatte den Saum seines Pferdes um dem Arm bewunden und gesing an ein Stückchen so befeifen. Sein Echo war die stumme Natur und seine ganze Umgebung eine entbloßte Keilwuster. Und noch sagte ich unwillkürlich zu mir selbst, vormals noch vor kurzer Zeit, wie viel Zepter hatte er in seinen Händen, wie viel Kronen auf seinen Haupten, wie viel Kronen zu seinen Füßen und noch in den Augen aller derjenigen, die um ihn sehende, die ihn sehen und täglich hören bleibt und ist er größer als er je war. Dieses Fühlen, dieses Denken aller, die ihn umgeben, wer sehen mit eben so viel Eifer zu seinen Diensten, wir lieben ihn nur umso aufrichtig. Endlich kamen der große Marschall und Gargoyle herbei. Sie halfen dem Kaiser wieder auf sein Pferd und wir ritten weiter. Die Herren erzählten, ohne ihre Hilfe hätte der Jäger des Pferdes nicht losgebracht, kaum wären sie alle drei zusammen damit zustande gekommen. Eine ziemlich gute Wahl nachher, als der Vergesieger Borg bemerkte der Kaiser, der Jäger komme nicht nachher und sagte, man hätte warten sollen, bis man gewiss gewesen wäre, dass er imstande war, uns zu folgen. Die anderen Herren meinten, er sei zurückgeblieben
um sein Pferde so gut er konnte zu reinigen. Während unseres übrigen Spezialitäts bei jeder neuen Umbiegung des Wegs kam der Kaiser immer wieder auf dieselbe Bemerkung. Wir stiegen bei dem großen Marschall ab, um ein wenig auszuruhen. Bei Wegehen fragte der Kaiser, ob der Jäger näher gekommen sei. Niemand hatte ihn gesehen. Er liege, als wir in Longwood einlenkten, war wiederum seine erstes Wort, nachzufragen, ob der Jäger angekommen sei. Er war schon länger zurück, denn er hatte einen anderen Weg genommen. Ich hatte mich vielleicht etwas länger bei diesem Vorfall auf. Aber ich tue es darum, weil er mir Charakteristisches vorkommt. An dieser hauslichen Sorgsamkeit wird der Leser kaum die gefühllose Härte aus dem Ungeheuer wiedererkennen, kurz den Tieren, wovon man ihm so oft und so lange Zeit gesprochen hatte.